Gebrechen des Leibes. Leiden für die Seele. Der Leib wird vergehen, die Seele aber wird ihn verlassen, um in die Ewigkeit einzugehen in strahlende Lichtfülle, wenn sie das Erdenleben recht genützet hat. Darum betrübet euch nicht, wenn der Leib mit Gebrechen behaftet ist. Denn dieser Leib trägt dann eine Last für die Seele, auf dass diese sich in Freiheit hinaufschwingen kann, in lichte Höhen. Betrübet euch nicht, sondern freuet euch, denn es ist ein Plus für die Seele am Ende des Erdenlebens. Es ist der Weg, den zu gehen ihr einst freiwillig euch bereit erklärtet, auch wenn ihr im Erdenleben nichts davon wisset. Doch die Seele erkannte ihre Ausreifungsmöglichkeit und nahm das Los auf sich, das euch schwer zu tragen dünkt. Wird aber euer Körper nicht mehr mit seiner Last fertig, fühlet ihr euch zu schwach zum Tragen des Kreuzes, das euch auferlegt wurde, dann blicket auf zu ihm und bittet ihn, dass er eure Last auf seine Schulter nehme, und er wird euch das Kreuz tragen helfen. Er wird euch Kraft geben und euch stützen. Er wird immer bereit sein für euch, so ihr ihn anrufet um Hilfe. Ihr, die ihr leiden müsstet auf Erden, ihr erfahret in besonderem Grade die Liebe Gottes, auch wenn ihr dieses nicht verstehet. Auch wenn es euch unbegreiflich erscheint, dass seine Liebe euch ein Kreuz aufbürdete. Doch es leidet nur der Körper, und dieser vergeht. Der Seele aber wird unsägliches Leid erspart. Und dieser Seele gilt die Liebe und Sorge Gottes, die er vor einem Los bewahren möchte, das weit schmerzlicher ist als das Leid, das der Körper zu tragen hatte während des Erdenlebens. Und so wie ihr euch ergebet in den Willen Gottes, so wie ihr geduldig euer Kreuz traget, lösen sich die Hüllen der Seele auf, sie wird lichtempfänglich, sie wird frei und brauchet nun auch den Tod nicht zu fürchten. Sie wird ihn begrüßen als Eingang in das Reich des Lichtes. Sie wird mit Freuden den Körper ablegen und dankbar sein, dass er für sie gelitten hat. Denn nun wird sie leben in Licht und Freiheit und ewiger Seligkeit. Amen.